Wir haben zwei Brüche. Und wir wollen die auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Jetzt kommt dann gleich die Schrecksekunde, gell? Das haben wir doch irgendwann schon einmal gelernt. Aber mit Zahlen. Was haben wir da gemacht? Wir haben das kleinste gemeinsame Vielfache gesucht. Ja, und jetzt muss man sich halt erinnern, wie wir das damals gemacht haben. Und dann wird man gleich sehen, wie wir das heute mit den Variablen da machen können. Ich zerlege mal also mal die beiden Brüche. 3 bleibt wie es ist. A, B. Und beim zweiten, da sehe ich schon, da haben wir doch damals die Primfaktorenzerlegung gemacht. 6 ist ja nichts anderes als wie 2 mal 3 und dann kommt B mal B. Die Multiplikationspunkte, die sparen wir uns. Wenn ich im Nenner 1 und 3 habe, dann kann ich den im zweiten durchstreichen. Wenn ich da ein B habe, dann kann ich das im zweiten durchstreichen. Und der Hauptnenner oder gemeinsame Nenner ist jetzt einfach das, wenn ich die ganzen restlichen Faktoren da miteinander multipliziere. Also 3 mal A mal A mal B mal 2 mal B. Und das ergibt die Zahlen miteinander, 2 mal 3 ist 6. A mal A ist A Quadrat, B mal B ist B Quadrat. Das ist also der gemeinsame Nenner von den beiden. Und jetzt muss ich mir da natürlich anschauen, wie tue ich da, wenn ich die jetzt mit dem gemeinsamen Nenner anschreiben will. 3 A Quadrat B 6 A Quadrat B Quadrat. Ja, da sieht man es natürlich ein bisschen aufgeschrieben da. So. Den und den möchte ich jetzt da erweitern, sodass sie den gemeinsamen Nenner haben. Der gemeinsame Nenner ist jetzt 6 a Quadrat b Quadrat. In meinem ursprünglichen habe ich 3 a Quadrat b. Den Vierer lassen wir da. Und das, was jetzt noch fehlt, dass ich vom Dreier auf den Sechser komme. Das ist der 2er. Dass ich vom b auf das b Quadrat komme, ist das b. Und beim zweiten, der hat auch 6a Quadrat b Quadrat. Oben steht der 5er. Der 6er ist schon da. Das b Quadrat ist auch schon da. Das, was noch fehlt, ist das a Quadrat. Also muss ich auch oben mit a Quadrat multiplizieren. Damit haben wir da, sagen wir mal, damit haben wir jetzt da 8b durch 6a Quadrat b Quadrat und damit haben wir da 5a Quadrat durch 6a Quadrat b Quadrat. War doch gar nicht so schwer, oder?